Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch gerne die Trend Raider Trendbox aus dem Monat Dezember vorstellen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trend Raider Trendbox ist eine Trendy Box, das heißt, die haben hier Trendartikel drin. Also Produkte, die wirklich auch aktuell in sind, in Anführungsstrichen, aber auf eine nachhaltige Art und Weise. Und ich würde sagen, dass das ein oder andere Produkt auch schon so ein bisschen mein Lifestyle verändert hat. Wir haben hier Produkte aus den Bereichen Beauty, Wellness, Lifestyle, Design mit dabei. Die kostet ab 29,95 pro Box und pro Monat, was nicht wenig ist. Ihr könnt mit Claudi 15% auf die erste Box sparen. Und wenn man das monatliche Abo bestellt, also das 12-Monats-Abo, dann bekommt man auch wirklich jeden Monat ein Produkt on top, was ich ganz cool finde. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein und schauen, was jetzt im Dezember hier drin ist. Ich finde die Box auch ziemlich cool, von der Größe her und so. Ich verwende die immer als Versandkartons auch weiter, ne? Ich finde das immer sehr, sehr praktisch. So kann ich sie nicht aufmachen. Ich brauche beide Hände dafür. Genau. Und dann haben wir immer so einen schönen Karton. Ein bisschen Füllmaterial und Joyful Days ist hier das Motto des Monats. Ich habe letztes Mal auch schon gesagt, dass ich irgendwie vermute, dass wir hier vielleicht irgendwas Kuscheliges oder so auch drin haben. Das wäre ziemlich cool. Also irgendwie so Handschuhe, Schal, Mütze, sowas wäre nicht ganz nice. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr ein Stirnband drin. Ich meine, dass das in der Trendbox drin war, in der Trendrider-Box. Das habe ich nämlich auch in reger Anwendung. Ich bekomme die Box übrigens zugeschickt. Also die habe ich von Trendrider selber zur Verfügung gestellt bekommen, um sie vorzustellen. Und 8 bis 10 Produkte sind hier immer drin. Genau, das habe ich eben noch nicht gesagt. Ne? So. Der Klebi ist geöffnet. Ich sehe Food-Produkte. Ich sehe hier gar nicht so viele Produkte. Die ist recht dünn befüllt. Mal gucken. Also auf jeden Fall sehen wir hier einen Mann und eine Frau auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann schauen wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Deine Joyful Days Box. Endlich beginnt die schönste Zeit des Jahres, wenn der Duft von Plätzchen und weihnachtlichen Gewürzen die Duft erfüllt, während die festliche Dekoration im Kerzenlicht funkelt. Hinter dir liegt ein wundervolles Jahr. Du blickst mit deinen Liebsten zurück auf magische Augenblicke und gemeinsame Erlebnisse. Du hast vieles erlebt und Neues entdeckt. Deine Trendbox hat dich durch das Jahr begleitet. Jetzt ist es an der Zeit, das Jahr im Kreise der Liebsten in Besinnlichkeit ausklingen zu lassen. Dafür versorgt dich deine Dezemberbox mit weihnachtlichen Aromen, genussvollen Leckereien sowie einem vielseitigen Home-Accessoire. Enjoy moments of happiness. Okay, hier haben wir ein Rezept mit am Start. Das finde ich immer klasse. Und dann haben wir noch den Spoiler für Januar. Bald heißt es Willkommen 2024. Also das kann ich noch kaum glauben, muss ich ganz ehrlich sagen. Starte energiegeladen ins neue Jahr und aktiviere deine innere Stärke mit passenden Produkten aus der Trendbox. Lass dich inspirieren, erwecke deine innere Kraft und nutze die neue Energie zum Jahresstart mit deiner Januarbox. Ab 1.1. erhältlich im Trendrader Online-Shop. Das finde ich auf jeden Fall nice. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal in diese Box hinein. Hier haben wir auch noch ein Dankeschön, dass ich die vorstelle. Aus Berlin kommt die Box übrigens. Dann kann man Kärtchen sammeln, um dann noch ein zusätzliches Goodie zu bekommen. Und dann habe ich hier erstmal was von Natumi. Bio-fettarm Hafer und Soja, 1,8% laktosefrei. Das ist ja ein Milchersatzprodukt. Das ist sehr, sehr cool. Das trinke ich ab und an mal, also verwende ich für meinen Kaffee oder für mein Müsli oder so, ne? Ist immer ganz praktisch. Und dass man da halt auch vielleicht so ein bisschen überhaupt diese Milchalternativen ausprobieren kann. Dafür ist die Box auch ganz gut geeignet, weil du hier Produkte einfach drin hast, die einen inspirieren können. Und ich finde, dass diese Milchersatzprodukte manchmal gar nicht so lecker sind. Und dann ist es ganz schön, wenn man immer mal wieder auch hier so eine andere Marke auch so drin hat, um das mal auszuprobieren. Ne? Also das ist gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Als nächstes habe ich hier Punk Grapefruit von Funk. Das ist ein Sirup, Superfruit-Sirup mit Vitamin, Mineralien, Guarana und Koffein. Das machst du dir einfach in dein Wasser rein, entweder in dein stilles Wasser oder in dein Sprudelwasser. Ich stelle das hier oben hin, dann habe ich hier auf jeden Fall ein bisschen was. Das kann ich dann hier trinken, weil ich habe hier immer irgendwelche Getränke, dass ich dann zwischendurch auch was trinken kann. Ich rede halt hier sehr viel, ne? Als nächstes habe ich hier, und das finde ich großartig, einfach passend, Lind Hello. Das ist ein Merry Vegan Xmas Schokoladen Nikolaus. Weihnachtsmann. Das ist ein Weihnachtsmann. Genau. Und das finde ich nice. Also, dass man im Dezember einfach in so einer Abo-Box einen Weihnachtsmann drin hat,
das macht das Ganze einfach ein bisschen charmant. Da muss ich ganz ehrlich zugeben. Und der passt halt auch zu Trendbox, weil der vegan ist, ne? Finde ich wirklich witzig. Und ja, tolles Produkt. Als Beauty-Produkt haben wir dieses Mal etwas sehr, sehr Teures hier drin. Von Mitchell & Peach ist das nämlich das Flora Number One Fine Face Fine Radiance Face Oil, so. 20 Milliliter sind hier drin und sowas kann man jetzt in der kalten Jahreszeit ganz gut verwenden, weil das halt ein sehr reichhaltiges Produkt ist und jetzt eben durch die trockene Heizungsluft und so ist die Haut noch liebebedürftiger, als sie nicht überhaupt schon vorher ist, ne? Ich persönlich bin ja großer Fan von den Produkten von Dalton. Da müsste ich jetzt aktuell auch den Code haben, BeautyCloudy für 20% Rabatt. Schaut super gerne dort mal vorbei, wenn ihr möchtet. Habe ich euch auch in die Infobox reingesetzt und ja, ich verwende das auch gerne ab und an mal, dass ich auch mal neue Marken austeste. Das hier hat, glaube ich, einen Wert von 52,95, was ich krass finde. Dann muss es halt schon ordentlich reinhauen, ne? Vor allem, weil es in Anführungsstrichen nur 20 Milliliter sind und nicht wie üblich in solchen Gesichtsölen 30 Milliliter. Das ist schon krass. Jo, so. Aber wir haben hier noch ein bisschen was anderes drin. Es ist nicht so super viel befüllt, aber mal gucken. Also ich habe hier auf jeden Fall nicht irgendwas, was mich wärmt, muss ich sagen. Das finde ich schade. Das hier ist etwas, ich glaube, die werden aus Zementsäcken hergestellt. Das ist ganz aufregend. Hatten wir auch schon mal, ich glaube, als Bauchtasche hier in der Trendbox mit drin. Und ja, genau. Das ist so ein richtiges Fairtrade-Produkt. Black White, Nuzi, Black White, Multifunctional Upcycling Products made in a social project in Kenia. Genau, ne? Da kannst du halt zum Beispiel dieses Säckchen als Geschenkverpackung nehmen oder so. Oder ich weiß nicht, vielleicht sogar was reinpflanzen oder so, je nachdem, wie man das so möchte. Also schon so ein Produkt, was man auf jeden Fall in dieser Box erwarten würde, finde ich. Dann habe ich hier was drin und das ist ein Produkt, was man alternativ zu anderen Sachen hier hätte drin haben können, sehe ich gerade. Also du kannst entweder einen Kartoffelhandbalsam von Styx drin haben, ein himmlisches Duftöl von Baldini oder dieses natürliche Raumspray von Elenatura, auch das in verschiedenen Duftrichtungen. Hier habe ich das Bio-Raumspray Weihnachtsbäckerei aus 100% naturreinen ätherischen Ölen und so schaut das einmal aus. Da werde ich gleich mal dran riechen. Ich mag auch gerne, wenn es einfach im Haus gemütlich jetzt riecht. Ich mag gerne gerade Duftkerzen anhaben. Ich mag auch gerne Duftmelz unten anhaben, ne? Und ja, hier haben wir das dann zur Beduftung von Wohn- und Arbeitsräumen. Also es riecht schon sehr fruchtig, ne? Das riecht ganz gut, muss ich sagen. Das kann auf jeden Fall was werden. Ja, sowas kann man natürlich auch umfunktionieren, dass wenn du sagst, Mensch, ich bin zu faul, um hier auf den Sprüher zu drücken, dass du die hier einfach so Holzstäbchen reinmachst und dann saugen die sich ja durch den Kapillareffekt voll und geben dann quasi durch die Verdunstung das Produkt an den Raum ab. Also das kann man halt auch machen, ne? Weil das ist ja ein Glasfläschchen. Steckst du da einfach ein paar von den Dingern rein und dann ist es halt auch ganz entspannt. Hier habe ich noch was drin von Isapore de Benessere. Was? Shiitake, Canapa. Das ist irgendwas mit einem Shiitake-Pilz, was Vitamin D spenden soll. Das muss ich mir in meinem Heftchen hier nachlesen. Shiitake-Gewürz, genau. Mit dem Shiitake-Gewürzen von, ich kann es echt nicht aussprechen, bringst du intensiven Umami-Geschmack in alle herzhaften Gerichte. Feine Shiitake-Flocken werden in den 4 Sorten mit unterschiedlichen ausgewählten Zutaten ergänzt. In deiner Trendbox erwartet dich Shiitake in Kombination mit gemahlenen Chiasamen, Hanfsamen, Haselnüssen oder Mandeln. Dabei sind alle Zutaten in feinster Bio-Rohkostqualität, da sie bei niedrigen Temperaturen schonend getrocknet werden. So bleibt der hohe Nährstoff- und Vitamin-D-Gehalt bestehen und versorgt dich mit dem wertvollsten Sonnenvitamin. Und dann gibt es auch noch eine Rezeptseite. Du hast 4 verschiedene Sorten. Okay, das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Ich weiß gar nicht, womit habe ich das denn dann? Canapa. Weiß ich nicht. Das kann ich hier so gerade nicht entdecken, muss ich gestehen. Ne? Kann man auf jeden Fall dann in die Gerichte mit reingeben. Dann habe ich hier noch von Luvas Heilerde Clean Peel Maske. Sowas mag ich gerne. Das ist so ein Doppelsachet. Und dann hast du hier zweimal die Möglichkeit, dir eine Reinigungsmaske aufzutragen. Und das sind 2 Sachets à 7,5 Milliliter. Sowas trage ich mir gerne morgens auf, wenn ich halt wirklich, keine Ahnung, mal wieder meine Erdbeerwoche am Start ist oder meine Haut nicht so rein sein möchte, wie sie sein sollte, ne? Dann verwende ich das ganz gerne. Also definitiv eine schöne Maske. Und ja, Mensch,
Das war es irgendwie schon. Das ist gar nicht so viel. Ich habe hier gar nicht das Trend-Goodie drin, was man normalerweise drin hätte, wenn man dieses 12-Monats-Abo hat. Das wäre halt eine Kerze gewesen, ist hier aufgeführt. Und ich habe hier auch nicht das zusätzliche Dankeschön von Papydo, oder? Oder ist es hier irgendwo versteckt? Nö. Ist hier nicht mit drin. Schade. Ach Mensch. Naja, das haben dann wahrscheinlich nur die, die wirklich die Box auch im regulären Abo haben und nicht so zugeschickt bekommen haben, weil solche Sachen natürlich auch limitiert sind. Man hätte halt entweder eine Kerze von B-Soap, My Friend, oder von The Munyo haben können, was dann jeweils einen Wert von 12 oder von 17 Euro hat. Und von diesem Papydo hätte man so einen schönen Anhänger haben können, wenn man halt auch ein Jahresabo hat, ne? Das sind einmal die Geschichten, die ich euch jetzt hier nicht zeigen kann, aber die halt auch in der Jahresabo-Box drin enthalten wären. Ja, okay, also habe ich jetzt die, ich sag mal, reguläre Variante, wenn man zum Beispiel ein flexibles Abo gehabt hätte. Klar, durch dieses Öl ist der Wert von dieser Box sehr, sehr weit nach oben gehüpft, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ich feiere diese Box jetzt dieses Mal leider nicht so ultimativ, auch wenn ich finde, dass der Weihnachtsmann hier total super drin aufgehoben ist und einfach cool ist, auch wenn ich dieses Milchersatzprodukt immer wieder feiere und auch schön finde, dass wir hier Beauty-Produkte drin haben. Für mich persönlich ist die Box ein bisschen zu mau befüllt, aber das ist meine eigene Einstellung, denn ich finde, so Richtung Weihnachten kann man da einfach auch noch ein bisschen was mehr, so, ne, irgendwas Warmherziges hätte mir jetzt wirklich gefehlt. Klar haben wir diesen Raumduft auch mit dabei, aber ich hätte mir echt gewünscht, irgendwie einen Schal hier drin zu finden oder Handschuhe oder ein Stirnband oder so. Ne, das wäre ganz cool gewesen. Aber nun, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Box in die Kommentare. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.